So, na gut. Dann haben wir jetzt zumindest die erste Hälfte der Geschichte erfahren. Dann gucken wir, wie die nächste Hälfte aussieht. Ja, das wird für alles. Und das Endresultat ist, der Tojo-Clan, speziell in Shibatas Crew, versuchen alles, um mal Reich zu finden, bevor die Cops oder die Uino Cyber ihre Klauen auf ihn kriegen. Zu schlecht, dass niemand weiß, wo er ist. Wir haben ein Auge auf alle Leute geworfen, die irgendwie Kumpel mit ihm waren und haben gehofft, dass er mit irgendjemandem Kontakt macht. Was sonst direkt hierher bringt. Also das ist, warum du mich und Kido so viel genervt hast. Ja, Moment, das ist so ziemlich schlimm. Wir werden diese Müllhalde, die du ein Büro nennst, für einige Zeit unter Beobachtung halten. Das heißt, kein Rumwandern in der Stadt wie normalerweise. Okay, alles klar. Gut, dann bin ich hier raus. Warte mal eine Sekunde noch, Sugishu-san. Was denn jetzt noch? Du bist in einer Kriminalermittlung, nicht wahr? Warum gibst du dir so viel Mühe, hier deine Nase reinzustechen? Huh? Ich dachte, organisiertes Verbrechen ist normalerweise... Normalerweise kümmert sich doch die Abteilung für organisiertes Verbrechen um solche Dinge. Das ist nicht dein verdammtes Geschäft. Entschuldigung, ich war nur neugierig. Ich dachte, wenn du mich fragst, würde ich eher hoffen... Hätte ich darauf gewettet, dass du versuchst, die ganze Sache hier in deine Tasche reinzukriegen, um endlich die richtigen Brownie-Punkte zu kriegen, um eine dicke, fette Beförderung vom Hauptquartier zu bekommen. Hat der andere Typ ja auch gesagt, dass Ole Siyoguchi sich unbedingt mal befördern lassen möchte, weil er immer noch mehr oder weniger nur einfacher Ermittler ist in seinem Alter. Oh, jetzt hat jemand ein verdammtes Maul. Ich habe gesagt, halt dich da raus. Alles klar. Vergiss, dass ich irgendwas gesagt habe. Lässt mich allerdings nachdenken. Warum tue ich das überhaupt? Siegwischen Schaden. Vergiss das. Ich hatte nur für laut gedacht für eine Sekunde. Siehst du, ich habe ziemlich viel Zeug gesehen in den letzten drei Dekaden. Oh, hey. Sieht so aus, als hätten wir einen Kunden. Huh? Oh. Entschuldigung. Oh, ich habe für dich gewartet. Bitte setz dich hin. Das ist, schafft bestimmt Vertrauen, die Cops bei ihr, oder? Siegwischen sagt jede Menge Punkte. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Nein, ich sollte dir danken. Wenn du so sagst. Nun, möchtest du? Nun, also ich habe nirgendwo anders, wo ich nicht gehen kann. Was immer der Test ist, ich bin bereit, ihn zu machen. Kurze Erinnerung, sein Test war, dass er sie irgendwie auf dem Haustestclub für ein paar Tage abschieben wollte. Oder eine Woche, glaube ich. Darum hat er sich zwischendurch gekümmert. Ist das nicht das Fenster, wo Akiyama verhaftet wurde, wo Hanashan nach ihm gerufen hat? Nee, das Fenster ist das nach vorne raus. Oder? Doch. Nee, aber das Fenster da, das, also wenn wir irgendwie nochmal hier rausgehen dürfen, dieser Bruder, ich bin mir recht sicher, dass da noch ein Gebäude steht, weil wir sind ja in dem gleichen Gebäude, in dem noch das Serana ist. Und die Treppe führt ja hoch und links davon ist nochmal so ein Block. Weil die Treppe ist ja so ein bisschen leicht versetzt. Und das Fenster ist ja bei diesen... Ich zeig da gerade, warte mal. Da ist ja das Fenster. Wir sehen ja noch den Rahmen neben der Flasche da. Ist ja das Ding. Und die Tür ist ja hinter Lilly. Und das heißt, wenn dann überhaupt, ist das Büro in der Mitte von zwei Blöcken. Das heißt, die Tür ist da hinten raus. Und das eine Fenster, was er hat, was hinter seinem Schreibtisch ist, geht nur nach, geht draußen zur Hauptstraße raus. Zum Tahai Boulevard? Nee, warte, ich weiß gar nicht, ist das die Pink? Nee, ich habe keine Ahnung, welche Straße es ist. Ja, und das heißt, es dürfte weder links noch rechts ein Fenster geben. Weil links müssten die Dinger sein, in denen das Serana drin ist und halt, na. Obwohl, nee, das Serana müsste über uns sein. Oder unter uns. Nee, über uns wahrscheinlich, weil aus dem Serana kommt man auch mit der Feuertreppe laufen. Nun gut, was immer der Test ist, ich bin bereit dafür. Großartig. Nun, dann lass uns anfangen. Okay, bist du bereit? Ja, wohin zu gehen? Wohin denn? Nun, raus in die Stadt. Der erste Teil des, der erste Teil des Tests ist ein Date mit dir. Ein Date? Nun, lass uns sehen. Wie gesagt, wir fangen damit an, dir ein schönes Kleid zu kaufen. Und vielleicht einen Anhänger. Was? Shopping? Du weißt, ich kann das nicht leisten. Was für eine Art von Kerl wäre ich denn, wenn ich dir nicht die Rechnung bezahlen würde? Komm, das ist meine Belohnung an dich. Aber, sorry, das ist Teil des Tests. Wir müssen dich so schön gut aussehend machen, wie nur möglich. Du hast gesagt, du würdest alles machen, was immer es hält. Ja, das ist richtig. Nun, großartig. Dann sollten wir losgehen. Oha. Wird das jetzt so My Pretty Lady Dingsbums? Nee, mehr Fair Lady ist das. Lillys Test. Bist du bereit?
Wo würdest du gerne anfangen? Das Kleid oder das Accessoire? Es ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber bist du dir sicher? Ich fühle mich ziemlich schlecht, dass du so viel für mich kaufen musst. Es ist nichts, um ehrlich zu sein. Wie ich bereits vorher gesagt habe, wir müssen dich absolut betäubend machen. Nun, lass uns gehen. Ja gut, das war ein kleines Fenster. Okay, wir können mal kurz gucken. Hier, guck mal hier. Guck mal, hier links ist hier Gebäude. Ich kann jetzt eigentlich wieder reingehen. Ist das Büro doch größer? Aber rechts das Fenster könnte es gewesen sein, oder? Ja, der Block ist doch kleiner als gedacht. Sein Fenster ist ja auf jeden Fall hier raus. Das ist ja das da oben über diesem Schild, was ich angucken kann. Daneben, nee, Saloon müsste sein Fenster sein. Theoretisch. Naja. Dann lass uns sein Kleid kaufen. Oh nein, wer bist du denn? Bist du derjenige, der unseren Bruder eingeeist hat? Das bist du, nicht wahr? Ich kenne diesen Gesichtsausdruck von überall. Ich werde dich unter die Erde bringen. Das macht bestimmt einen guten Eindruck auf Lady. Ja, die Trittkombos sind schon mal wieder schön, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Ich hab mich verzählt. Ich muss hier auch nur Kick spammen, ne? Jedes Mal aufs Neue, ne? Du bist verdammt stark. Haben wir den falschen Typ? Es tut mir sehr leid. Bitte nimm dies hier. Wir haben ein entschuldigendes Stamina X gekriegt. Schön. Ach so, fangen wir jetzt die Hostess Club Quest genau mit ihr an? Also ist das quasi der Einstieg in das Hostess Business? Das fängt ja in der Regel immer damit an, dass du irgendeinen Kunden null hast. Wir gehen wahrscheinlich zu genau zu den Klamotten. Ja, wir gehen zu diesen Klamotten. Oh, wir stehen da noch davor. Warum ist sie eigentlich so klein? Das ist einfach ein kleines Mädchen. Naja, eine gut aussehende Hostess. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich einen neuen Dress kriege. Irgendwelche Vorschläge? Wie wär's mit irgendwas Gelbem? Du hast irgendwas an dir, was gelb ist. Du hast recht. Außerdem ist es die perfekte Farbe für den Frühling. Gutes Denken. Ich weiß nicht, ob man es gutes Denken nennen können, aber ich weiß einfach nur, dass du indianisches Curry magst. Mit indianisch meine ich indisches Curry. Maison ist einer meiner favorisierten Kleiderläden. Ich bin mir sicher, sie haben etwas, was du tragen kannst. Ah, schön, dich zu sehen, Akiyama-san. Hallo sehr, ich suche nach einem schönen neuen Kleidchen für dieses Mädchen hier. Könntest du was auswählen? Natürlich, Sir. Was denkst du von diesen hier? Warum heißt das Ding eigentlich Mermaid Gown? Intelligenter Körperlinie und sophistizierte Farben sorgen sicherlich dafür, dass sich Köpfe drehen. Ein körperumarmendes Neck. Neck, Hals, Halshalter? Nee. Nackenhaltendes Sexiness. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das da? Keine Ahnung. Wer ist Bim? Vielen, vielen Dank. Dieses Kleid ist absolut perfekt, wenn du mich nicht stört. Du kannst die Rechnung zu meiner Sekretärin schicken. Entschuldigung, die Störung. Ja, überhaupt keine Störung. Bitte kommen Sie bald wieder. So, das hätten wir das. Als nächstes brauchen wir Accessoires. Lass uns zum Le Marché laufen, nicht wahr? Immer muss ich nicht selber dafür bezahlen. Ich hatte kurz Angst, dass der Scheiß tatsächlich Geld kosten würde. So. In welchen Club haben wir sie ja nicht verkauft? Haben wir sie ins Schein verkauft? Ins Elise oder was irgendein anderer? Le Marché. Lass uns zum Accessoire hier kaufen. Ich finde bestimmt was, was gewöhnlich wird. Okay. So. Willkommen, Akiyama-san. Suchst du noch etwas Spezielles? Elegant oder Ketten? Mit einem wilden Gefühl dazu. Ein großartiges Geschenk für diejenigen, die den Stil mögen. Für einen süßen Look. Wir machen das Ding hier. Das wäre alles zum... Ja, in der Tat. Du kannst die Rechnung zu meiner Sekretärin Hana schauen. Entschuldigen Sie, Störung. Überhaupt keine Störung. Babab. So, dann hätten wir das jetzt hier. Vielen Dank, Sir. Wir hoffen, dass Sie bald wieder hier sind. Tja, das lässt uns nur noch das Haar und Make-up und die Nägel übrig.
Würde es dich stören, wenn du von dort aus alleine gehst? Das wird wahrscheinlich alles eine Weile dauern. Sag einfach nur Akiyama, dass Akiyama von der Himmelsfinanz die Rechnung bezahlt. Vielen Dank. Treff mich in Elise, sobald du fertig bist. Es ist direkt gegenüber vom Millennium Tor. Ich werde dort auf dich warten. Okay. Okay, wir haben sie jetzt Elise verkauft. Also unsere eigene Bude quasi. Also ich nehme mal stark an, dass spätestens jetzt... Sie weiß, wohin die Reise geht. Oh, es gibt neue Nebenquests. Es gibt vor allen Dingen so ungefähr 10 Nebenquests. What the fuck? Ich mache einfach mal die Story mit dem Elise fertig. Würde ich sagen. Weil jetzt, wenn ich jetzt hier noch welche Nebenmissionen anfange... Nein, nein, ich habe eigentlich gar keine... Hey, du bist ein glücklicher Kerl. Du bist der... Das wird der beste Tag deines Lebens. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Du musst mir als erstes dein Geld geben. Bezahl oder dein Glück geht ganz schnell dem Ende zu. Yay. Yeah. Spätestens, wenn jemand so einen High-Kick hinlegt... Glaube ich, würde ich mir als Schläger das auch noch überlegen, ob man das nochmal mit so einem Typen einen Streit anfängt, oder? Also ich... Weiß ich nicht, ich könnte nicht so hoch treten. Ja, Blocker halt. Warum haben die eigentlich alle so viel AP? Das kostet nur unnötig Zeit. Pass auf, die droppen auch wieder alle kein Geld. Das sind ja nur irgendwelche komischen Schläge an irgendwelchen Winterklamotten. Der Kohle haben die nie dabei. Das ist halt... Da war der andere Typ besser. Obwohl, der hat mir auch nur ein goldplattiertes Toughness Emperor gegeben, mit dem ich auch nichts anfangen kann, so richtig. Ernsthaft jetzt? Aua. Obwohl, von den Sachen, wie Leute sonst verletzt werden, war das noch fast überlebbar. Jetzt mal früher mit Kampf folgen können. Oh, nicht mehr. Das sollte dich doch entscheiden. Hey, schlüpfrige 5000 Dollar. Und mit Dollar meine ich Yen. Hast du mal früher mit Kampf angefangen? Ah, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Und mein Leben war eigentlich relativ gewaltfrei bis hierher, insofern. Hm? Das ist ein ungeduldiges Date. Was tust du da? Hm? Ich spiele Pachinko. Pachinko? Auf dein Telefon? Ja, es ist. Man nennt es 777 Start. Hast du davon noch nicht gehört? Das ist eine App, die dich überall Pachinko spielen lässt. Auf dein Telefon überall. Hey, das ist wirklich cool. Lass mich das ausprobieren. Naja, auf keinen Fall. Hast du nicht bei deinem Date? Und bei Date meine ich. Gerade jetzt? Ach, komm schon. Nur ein Spiel. Los, lass es spielen. Hm. Okay, also das ist, wir wissen jetzt, dass sie ein Amoeba-Avatar machen können, dass sie Pachinko auf ihrem Handy spielen und was noch? So, wo will ich die jetzt treffen? Also, dann gebe ich hier. Hätte ich nicht noch eine andere Nebenquest? Oder latsche ich einfach rein? Ach komm, jetzt kann ich mir dies einlatschen. Hey, ist Lisha bereits hier? Sie wartet im Hinterraum, Sir. Wieder hier entlang, bitte. Naja. Okay, lass uns anfangen. Ja, lass uns. Als erstes müssen wir dein Outfit wechseln, um das Beste auf deiner natürlichen Schönheit rauszubringen. Mach dir keine Sorgen, ich bin mir sicher, es wird großartig aussehen. Ah ja, okay, jetzt haben wir jetzt... Wir haben jetzt viel Auswahl, ne? Von hier, das Ding ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie... Weil, ob es irgendwie zwischendurch noch so ein Revier gibt, dass sie da irgendwie nichts trägt oder was Besonderes trägt. Aber anscheinend ist es einfach nur ein völlig normal aussehendes Aussehen für japanische Frauen. So ein Trenchcoat, darunter wahrscheinlich ein kürzerer Rock. Und was aussieht wie ein Hemd. Okay, Mermaid Dress. Chain Necklace. Before and After, oh Mann. Wo habe ich mich denn hier schon wieder eingelassen? Sieht vor allen Dingen auf beiden Bildern gleich verträumt aus, ne? Ja, okay, wow. Ja, yay. Okay. What? Es wirkt aber ein bisschen unsicher. さあ、今からテスト2を始めようか。 Ja, sie hat auf jeden Fall gesagt, Akiyama-san, warte mal, ich glaube, das ist auch so, das hatten wir schon mal geredet, das Watashe heißt ich, aber auf weiblich?
Und es gibt auch noch wie ein anderes Ich. Und es kommt irgendwie häufig vor, dass wenn japanische Frauen ihrem Mann japanisch beibringen, dass die dann die weibliche Form von Ich benutzen. Und es gibt irgendwie drei verschiedene Varianten. Es gibt irgendwie neutral, eine weibliche, eine männliche Form, whatever. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich finde sie anscheinend auch ganz hübsch. Und er hat gesagt, oh, ich hatte ja hohe Hoffnung, aber das ist ja... Oh, nichts, ich habe nur laut gedacht. Na gut. Alles klar, Teil 2. Bist du bereit? Ja, gut. Nun, ich möchte, dass du mich als unterhältst, als wäre ich ein Kunde. Ein Kunde? Das ist richtig. Du wurdest gerade als Hostess angestellt. Du wirst das Nummer 1 Mädchen hier sein. Ich? Nummer 1? Aber warum? Nun, wie es sich herausstellt, besitze ich diesen Ort hier. Und wir waren in der Lage, in schwarze Zahlen zu schreiben. Aber bei dieser ökonomischen Lage, wir treten quasi Wasser. Oh. Und das ist, wo du ins Spiel kommst. Ein neues Gesicht, um das Line-Up nach vorne, könnte wirklich die Zahlen nach oben bringen. Ich verstehe, ja. Ich verstehe diesen Test, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nummer 1 erreichen kann. Ist das so? Dann nehme ich an, dass du nicht die 100 Millionen gar nicht brauchst, was? Wir haben noch nicht mal angefangen. Du hast bereits entschieden, dass du es nicht tun kannst. Wir sollten da einfach aufhören. Nein, ich werde es tun, bitte. Das ist der Geist. Und mach dir keine Sorgen. Du bist Nummer 1 Material. Du bist das Material, genau wie du es brauchst. Das ist natürlich irgendwie auch ganz schön gemein und moralisch angreifbar. Ne? Er benutzt halt die schwierige ökonomische Lage, um diese gute Frau für ihr Aussehen auszubeuten. Watashi, Boku und Ore? Ist wie bei Digimon? Was? Achso, nee, die Hostessen sind bei Pokémon. Ja, das hört auf Richard, den alten Wieb, der hat da anscheinend voll Ahnung. So. Wo wir darüber reden, wie kriegt man den Rang einer Hostess raus? Ist es bei den Verkäufen? Du hast es erfasst. Und für heute fangen wir an, dass. Du hast 3 Tage Zeit, um uns 3 Millionen Yen zu machen. 3 Millionen, 3 Tagen. Tu das und du bestehst den Test. Ich leihe dir 100 Millionen. Keine Sicherheiten, keine Garantien. Oh. Und wenn du es nicht kannst, werde ich einfach so tun, als wäre es nie passiert. Wie wir bereits vorher diskutiert haben. 300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それでは ビジネスの話はここまでにしましょう。こっからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない。今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーっつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ？今はただのお客さん。つまり俺が君の最初の客ってわけ。 そう、その笑顔。いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね。 Nun, ich sollte wahrscheinlich langsam mal losmachen. Es gibt andere Dinge, um die ich mich kümmern könnte. Du weißt ja, wie es ist. Du gehst bereits? Aber wir haben gerade erst angefangen. Es tut mir leid, aber ich kann ja nicht, der Besitzer kann ja nicht die Nummer 1 die ganze Zeit für sich behalten. Das ist schlecht fürs Geschäft. Natürlich. Aber was sagst du, wenn wir uns nach der Schicht treffen? Fragst du mich nach einem weiteren Date? Wenn du das möchtest? Okay, dann ist es ein Date. Großartig. Wir treffen uns im Theaterplatz. Wir sehen uns dort. Okay. Oh, na gut, dann so. Jedi. Ich möchte mir das Spiel bestimmt mitteilen, dass ich jetzt ein Hostess-Minispiel habe, oder? Wir haben auch noch keine neuen Nebenquests. Naja, gut. Okay, haben wir der Playboy? Ja, das ist halt irgendwie moralisch halt auch angreifbar, ne? Das ist halt. Also, das ist. Ist ja an sich ist das irgendwie so eine. Weiß ich nicht, Fair Lady-Geschichte ja auch nicht wirklich, ne? Wir wissen ja eigentlich, dass. Sie hat ja vorher schon mal in einem Club gearbeitet. Sie ist ja nicht unerfahren. Und sie ist ja nicht komplett unwillens. Ich meine, an sich hat sie ja gesagt, sie tut alles für das Geld. Auf der anderen Seite nutzt er sie schon ziemlich hart aus, ne? Ich meine, wir erinnern uns, dass in Yakuza 3 hatten wir doch irgendwie die eine Story, die
die beste Freundin von... Oh, wie hieß er denn? Der Typ, der hier erschossen wurde. Die alte Schulkumpanin, die sie dann wieder zu bringen wollten, um welche Pornos zu drehen dann am Ende mit dem Druck ihrer Schulden. An sich ist das ja auch nicht allzu viel anders als das, ne? Also, ich weiß ja nicht. Naja. Long story short, wir sollen wahrscheinlich wieder was Positives sehen. So. Aber an der Stelle machen wir Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal weiter und gucken dann mal, was wir dann Schönes tun.